Meine Damen und Herren, niemals die Story vernachlässigen. Deswegen müssen wir unser Frühstück, bevor wir es genießen, erstmal filmen. Genau. Aber wir haben schon hier Dressing drauf gemacht. Kaffee gibt's auch. Und das nochmal The View. Wer die Story gesehen hat und sich erinnert. Bisschen über eine Stunde haben wir jetzt noch hier, um das zu mampfen. Wir haben uns richtig gefreut, weil das ist eigentlich genau unser Frühstück. Also das, was wir am liebsten zu Frühstück essen, gab es einfach so zu kaufen. Nur ein bisschen günstiger als zu Hause. Kaum, ja. Guten. Guten. Ich bin zu schwach für die Foodspring-Verpackung. Kannst du mir meine Veggie Boys bitte aufmachen? Nur starke Menschen haben Foodspring-Verpackung. Dankeschön. Guten Morgen, Moritz. Moin, ihr Lieben. Mal wieder vom Flughafen, aber ein anderes Jahr. Wir schreiben 2023, den 9. Januar, 5.59 Uhr. Aufgestanden heute Morgen um 2.30 Uhr. 2.30 Uhr. Wir sind aber um 20 Uhr ins Bett gegangen. Das heißt, wir haben 6,5 Stunden Schlaf im Tuss. Kurz ein bisschen was gefrühstückt, Rogue in die Box gebracht. Und jetzt sitzen wir hier am Flughafen. Fliegen nach London, Heathrow. Hoffen halbwegs pünktlich, weil wir haben einen ganz schön zeiten Anschlussflug. Ja, und das ist ein bisschen Chaos hier am Hamburger Flughafen. Das weiß ja, glaube ich, mittlerweile auch jeder. Genau. Das nächste Video machen wir bei 3, 2, 1 Schnips. Sag mal 3, 2, 1. 3, 2, 1. Miami. So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag aus dem Apartment in Miami. Wir haben es geschafft. Gute Nacht hier gehabt auf jeden Fall, sind gestern um 20:30 Uhr ins Bett, Tasche ist gepackt fürs Training, ich gehe jetzt los und mache so ein bisschen an meiner Ankommen-Session, mache ich immer ganz gerne, vor allem wenn Zeitzonen bereist worden sind und dementsprechend Conditioning, Laufen, Ski, Run, alles mögliche, ein paar D-Ball Squats, also schon mal bezogen auf die Workouts, die schon raus sind von Wudapalooza, ein bisschen was machen und dann die zweite Session heute mit Fabian Benito. Das ist die Idee und ich nehme euch so gut es geht mit, weil Denise ist bei Barry's Bootcamp. Ich bin hier in so einem Strength and Conditioning Gym direkt unter uns, unter dem Apartment. Wir sind 5 Minuten oder 3 Minuten zu Fuß vom Bayfront Park entfernt, wo die Location sein wird von Wudapalooza. Grüße nach Deutschland, Grüße auch an Lydia, die das Video hier schneidet. Also vielen, vielen Dank fürs Cutten des Videos schon mal, bevor ich es vergesse. Und viel Spaß, haut rein. Ein Traum hier. Super Wetter, 26 Grad und vor allem ist das Gym vom Apartment nur 2 Minuten fußläufig entfernt. Und zwar genau hier. Ha! Geil, oder? Moin, extra mal das CrossFit Games Shirt angezogen, vielleicht kann ich ihn sonst trainieren. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. So, Session done. Erst Conditioning, habt ihr gesehen. Dann habe ich nicht gefilmt, 1000 Meter Run. 6 D-Ball Cleans mit 75 Kilo, 35 Drag Rope Double Under. 9 D-Ball Squats, davon 2 Runden, jetzt Accessory, Glute Ham Raises, Kettlebell, Swings, Bandit und mit der Langhantelstange GHD Back Extensions. Essen und dann Miami erkunden. So, Denise war bei Barry's. Ja, hallo.
kommt wieder und sagt, boah, gut, dass du noch lebst. Ich sag, warum? Sie sagt, hier ist ein Gasleck. Ja, nicht in der ganzen Straße, als hättest du den Gasherd angelassen. Also als hätte die ganze Stadt den Gasherd angelassen. Ja. Gestern sind wir einkaufen gegangen, dann war Überflutung. Da ist ein Gullideckel halt so hochgegangen. Stimmt, und heute Gasleck. Nicht so morgen ganz wieder ungefährlich. Brennende Autos. Ja genau, nicht ganz so ungefährlich in den ganzen Orten, wo wir mal sind. Hi guys, it's me again. Today's in Miami, I can't speak German anymore. Nein, Spaß. Zweite Session haben wir auch erledigt. War eigentlich eine Team-Session. Fabi, Spanier, hätte ich mir auch denken können. Hat es leider nicht ganz geschafft. Hoffentlich morgen. Wir bleiben gespannt. Genau, das war die Session. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Bisschen Snatches, bisschen Ring Muscle Up, Bar Muscle Up, weil das ein Event von Budapalooza ist. Alle Events findet ihr auf der Instagram-Seite von Budapalooza. Danach ein bisschen Handstand Walk über eine selbstgebaute, bisschen kritische Rampe, wo wahrheinlich jeder Coach schon abgeraten hätte, kurz vor einer Competition das zu machen. Du hast es trotzdem ausprobiert. Don't do it at home. Genau, Denise war nicht dabei, deswegen habe ich es trotzdem gemacht. Mit ein bisschen Bike, Chest-to-Bar und Toast-to-Bar. Und ich hatte eine Entzündung. Ihr habt das letzte Video gesehen. Wenn nicht, jetzt auschecken bitte, findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Das packt euch Denise rein, vielleicht auch Lydia. Wer ist Lydia überhaupt? Lydia habe ich vorhin schon erzählt, da warst du nicht dabei. Lydia ist bei uns am Trainieren und ist am Trainieren dran. Ne? Und die liebe Lydia kam auf mich zu und sagte, pass auf, ich habe eine kleine, ich habe so eine Media-Agentur und wir wollen sie eben aufbauen, Stück für Stück auch Influencer, Athleten, was auch immer zu betreuen, um da eben Content zu erstellen. Wenn ihr mehr Interesse daran habt oder erfahren wollt, gerne auch das einmal in die Kommentare schreiben und Lydia supporten. Das ist Lydia, genau. Das. Genau, dann habe ich noch gestretcht mit Lukas Kulek. Den haben wir in Wynwood getroffen. Ja, das durch coole, Zufall. Ja, genau. Das Coole hier in Miami ist, dass man spazieren geht, zu Fuß unterwegs. Okay, wir haben uns gerettet von dem Auto, was uns überfahren hätte sonst. Überlebt. Genau, ich wollte gerade sagen, hier geht man mehr zu Fuß, wie ihr gerade seht. In Dubai gar nicht. Und deswegen haben wir hier eben auf der Straße jetzt auch schon viele Leute getroffen. Geh mal hier raus, Lukas Kulek. Wen haben wir noch so gesehen, Denise? David auf Chironki. Jeden Fall reichlich Crossfitter. So, die ganzen Leute, um mir ein paar Namen zu erzählen. Mhm. Boah, wie kam ich jetzt darauf? Lukas haben wir getroffen, Lukas hat mich nach Hause genommen, weil Lukas hatte in dem Gym ein Event für seinen Sponsoren. Und jetzt sind wir auch wieder zu Fuß unterwegs, und zwar auf eine kleine Insel. Haben gerade gut gegessen, gab Chicken Wings selbst gemacht. Mhm. Lecker Kartoffelbrei vom Whole Foods, der beste Kartoffelbrei der Welt. Genau, Punkt. Und wo gehen wir jetzt hin? Irgendeine Insel habe ich rausgesucht, wo wir zu Fuß versuchen hinzugehen. Und noch ein bisschen was von diesem wunderbaren Wetter mitzukriegen, weil die Sonne, ist ich sag's so immer wieder. Geil. Sonne endet. Ja, yeah, thank you. Joinpuffboat.com, Denise. You can be on the boat on Sunday. Alter, es ist so eine sportliche Stadt. Jeder joggt. Viele machen Sport, so viele Boxen überall. Ey, schon ziemlich cool. Alle achten auf sich. Somit ist auf alle geachtet, oder Denise? Stimmt. So, Fragenhagel. Nächste Frage. Gras. Hi. Guten Morgen vom Pool, die Lieben. Ich habe ein paar Bahnen gezogen, erst 600 Meter und dann ein paar Hunderter, also 100 Meter Intervalle. Und jetzt guckt euch mal den Ausblick hier an. Ist schon echt derbe schön, ne?
Ja. Heute ist Mittwoch. Morgen geht die Individual Competition los, die ich nicht mitmache. Ich mache ja nur Team und Team findet dann Samstag und Sonntag statt. Darauf taper ich gerade ein bisschen. Das heißt also, ich gehe alle Movements durch, die wir schon kennen von den Workouts. Und ja, habe heute zwei Sessions vor mir und gleich ein Meeting mit Team Smartbot, die uns sponsoren für dieses Wochenende. Also, ich muss schnell runter, ich bin schon frisch hier oben. Mittwoch. Einen wunderschönen guten Tag, hallo ihr Lieben. Hallöchen. Denise ist auch dabei, trägt die Tasche, vielen Dank. Sonst habe ich die ganze Zeit getragen und sind auch ihre Sachen drin, bevor ihr euch beschwert. Mittwoch, gerade trainiert mit Denise zusammen. Eigentlich wollte ich mit Fabi. Ey, das war so anstrengend. Ich musste auch Synchro mitmachen. Wir können eigentlich als Team antreten jetzt. Denise und ich machen Dreier-Team Elite. Vielleicht wächst mir noch ein Bart. Sonst kannst du die Reste von mir haben. Ich habe mich gerade frisch rasiert. Geile Session auf jeden Fall. CrossFit Wynwood. Beim Papa von Noah Olsen haben wir trainiert. Noah war auch da, hat ein Range-Shooting gemacht. Und ich habe mich reingesneakt, auch ein bisschen geshootet. Hast auch ein schönes worden. Foto gekriegt, ja. Ein schönes Foto gekriegt. Weil ich jetzt auch bei Rain bin. Hat sie gesagt, welcome to the family. Mhm. Nee, genau. Also coole Leute da gewesen. Hat Spaß gemacht. Mit James Sprague und Jason Hopper auch noch gesprochen, also war schon cool. Gut getrainiert, vor allem draußen auch, bisschen was gemacht. Oh ja, das war schön. Synchron mit Denise. Dann haben wir gerade noch bei Sweet Greens eine Bowl gegessen, Käffchen getrunken, gehen jetzt einkaufen und bewundern hier nochmal schön vollgemalte Häuser. Guckt euch das mal an. Das ist schon schick, ne? Oder? Schön sieht das aus. Super, und es sind immer noch, jetzt gleich ist 18 Uhr, glaube ich, und es ist immer noch Sonne. Einfach angenehm. Tschüss. So, Flashback German Throwdown, sind wir auch mit dem Fahrrad gedüst. Stimmt, jetzt wieder in Wynwood. Mhm. Bisschen besseres Wetter als im November in Mainz. Wobei, so kalt war es auch nicht. Auf dem Fahrrad? I have another opinion, yeah? Genau, auf dem Weg nach Hause, duschen. Und dann in den Whole Foods. Einkaufen. Das ist besser beim German Throwdown gewesen, da war es nicht so teuer. Stimmt. Aber naja. Hier ist Elevation Fitness, hier ist ein Gym nach dem anderen. Elevation Fitness in Wynwood. Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Frühstück. Heute ist Freitag schon. Seit Dienstag sind wir hier, beziehungsweise Montagabend. Letzten beiden Tage nicht ganz so viel gefilmt, weil irgendwie viel los war. Gestern war das erste Event, beziehungsweise die ersten Events für die Individual-Athleten. Haben wir zugeguckt, war sehr, sehr interessant, war sehr spannend, aber kann man sich besser am Livestream angucken, als dass ich da Videos von mache, glaube ich. Genau, heute geht der Tag los mit Frühstück, gleich an den Rechner. Dinge erledigen, weil jetzt ja schon 6 Stunden später in Deutschland ist und dann sind immer so ein paar Mails offen. Dann geht es weiter zum Check-in, weil heute die Teams eingecheckt werden. Ich treffe mich dann mit Tristan, wir machen eine Session und gucken dann nochmal Fabi zu, Fabian Benito, unser dritter Teampartner. Und wenn wir die Session durch haben, wird ein bisschen gechillt, gegessen, wie gesagt, das Event weitergeguckt und dann kann das morgen losgehen. Wir sind auf jeden Fall bereit. In diesem Sinne, beste Grüße nach Deutschland. Auf dem Weg zum Venue. Morgen nochmal zum zweiten. Ja. Genau, da ist die Venue. Check-in ist links daneben. Heute ist Freitag. Check-in für die Elite-Teams. Inklusive Coaches, Band abholen, dann Tristan treffen und trainieren. Endlich wieder. Gestern war off, nur ein bisschen geschwommen. Und ich freue mich wieder eine Handel in die Hand zu nehmen. Ui, da ist aber eine ganz schöne Schlange. Ich dachte, liebe Zeit. Hier ist die Flagler-Stage, das heißt also hier sind momentan Community-Events, wird aber auch eine Fläche sein für Individual-Athleten, gestern Abend waren wir auch Team-Athleten. Gestern Abend waren hier Individual-Event 3 und auf der anderen Seite hinten ist die Wavefront-Area, da war das Event mit den Long-Straps Ring-Muscle-Ups, genau. Zeigen wir euch gleich nochmal. Von da springt man auch ins Wasser für das Schwimm-Event. Schön. Hier ist mein neuestes Tattoo. Jetzt habe ich 2. Einmal Footspring, einmal Wunderpalooza. Super! What's your best advice for the weekend? Sorry? What's your best advice for the weekend? We go fast and win. Can you tell in the camera? Be careful of the sharks. Of the sharks, yeah. And the crocodiles. Yeah, yeah. Tristan spricht wirklich primär Französisch, das war so bisher die Barriere, jetzt hat sich bestätigt, aber Gott sei Dank ist die Freundin dabei, Chloe, steht dort drüben und die ist sehr, sehr nett und mit der kann man sich auch sehr gut unterhalten und sie wird dann einfach gut übersetzen. Genau, jetzt ein bisschen trainieren, ein bisschen Synchronisation üben und dann mal gucken, was es gibt. Yippie! Since like baby, I've been joining forces with the likes of an A-team. Jumping off of buildings used to be so stimulating. Now I'm reaching new heights, I'ma need the off-whites. Play with the fire, you get burned. All of my struggles became lessons well learned. I got desires that keep me grounded, that's for sure. Cause one day we gon' make it out this earth, where's your worth? I'm sick of your talking, you got the wrong one. I'm taking your king and I leave him broken. If I am in second, it's after no one. Just give me a second to let him know. I'm the headline, the deadline. Big time. I'm ahead time, the rare kind. Big time. I'm a living legend, lethal weapon, mastermind. Big time. The king is back like prodigal. I've been gone. I gave
say them time has been too long. Was silent calm, but now the storm. I'm not the one you can't ignore. I never politic, if I want it, I'ma get mine. Never fake the funk, can't perform for your empire. Snatch him out the throne, make them all fall in line. I let the clock tick, count down, cause I'm I'm sick of your talking, you got the wrong one. I'm taking your king and I leave him broken. If I am in second, it's after no one. Just give me a second to let him know. I'm the headline, the deadline. Big time. I'm ahead time, the rare kind. Big time. I'm a living legend, lethal weapon, master, minor. Big time. Out of the ashes. Good to go und leckeres Rain. Rain, ne?